R-E-W-I-N-S-I-D-E. Morgen, meine lieben Freunde, was geht? Hallihallo, hallihallo. Leute, ich komme hier gerade ins Büro rein und ich denke mir so, hä, was geht ab? Und ich komme hier so rein und Thomas steht auf dem Skateboard hier vorne und skatet einfach. Thomas, warum? Naja, also ich stand hier so eine Minute und er denkt sich jetzt bestimmt, ich chill den ganzen Tag auf diesem scheiß Skateboard, was ja auch stimmt, also ich arbeite nicht. Stimmt das, Leon? Ja, das stimmt. Ja, schade. Ich fahre jetzt eigentlich nach Aachen, Leute. Dann geht's ins Studio und dann werden wir ein bisschen Musik machen und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Heute Abend haben wir noch was Krankes geplant, Leute. Sonst hättet ihr dieses Video wahrscheinlich gar nicht jetzt angeklickt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf dem Weg nach Aachen. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Statement, liebe Stadt Aachen. Ich unterstütze das vollkommen. Ich fühle das, Mann. Fußpilz. Absolut. Oh ja. Und jetzt geht's ins geilste Studio der Welt, Leute. Ich meine, wieso geht das Licht hier nicht an? Hallo? Schaut euch dieses gottverdammte Ghetto an. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Shit. Okay, Leute, ganz kleiner Sneak Peek hier, was hier abgeht. Ich wollte mal ganz kurz erzählen, wie überhaupt unsere Mucke entsteht und was wir eigentlich hier machen. Michael ist gerade draußen scheißen oder sowas, ich weiß es nicht, Leute. Wir sind im Musikbunker, in einem alten Bunker in Aachen und das ist quasi momentan unser Studio. Sieht nicht allzu professionell aus. Und hier steht noch ein Schlagzeug, hier ist ein Heizkörper. Das ist das einzige Loch, wo Luft durchkommt einfach. Das heißt, wenn das ausfällt, sind wir innerhalb von 20 Minuten tot und merken das wahrscheinlich gar nicht. Das Ding ist übrigens auch von mir, das ist mein altes Interface gewesen, das ist jetzt hier im Studio. Und so sieht es hier quasi aus. Theoretisch könnten wir hier auch Voice Aufnahmen machen, also Vocals halt, aber praktisch will man halt, also das sieht halt noch nicht so einladend aus, wie wir es gerne hätten, deshalb bauen wir hier wahrscheinlich noch irgendwann mal um. Aber wenn euch sowas interessiert, Leute, und ihr gerne mehr über solche Sachen erfahren wollt, dann schreibt mir gerne mal einen Kommentar und lasst einen Daumen nach oben da. Und wir arbeiten erst weiter, meine Freunde. Ich werde die Kamera irgendwo aufstellen für eine wunderschöne Timelapse und dann würde ich sagen, geht es gleich nochmal ganz kurz was snacken und dann geht es heute Abend schon wieder zurück und dann werden wir im Ufo noch ein bisschen Scheiße bauen, Leute. Ihr merkt schon, meine Tage sind durchstrukturiert bis zum Gehtnichtmehr, auch wenn man das von mir gar nicht erwarten würde. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich einfach wieder. Alter, klingt ja mal richtig scheiße hier. Nice, Mann. Was ist das, Jody? Ich weiß es nicht. Du hast mir gesagt, ich soll das holen und dann hier geben. Und mehr weiß ich nicht. Das ist sehr leicht. Das werden die Leute dann sehen. Schöne Schuhe hast du an. Film extra nicht dein Gesicht, weil du hast nämlich kein Gesicht gerade an. Hallo, bis später. Wie war dein Tag? War gut. Wir sind gut vorangekommen. Ja, sehen wir was? Gut, das ist guter Und jetzt gehe ich streamen ins UFO. Oh, okay. Bis gleich. Oh damn, Leute, was mag wohl hier drin sein? Ich bin jetzt wieder im UFO. Was geht ab? Und jetzt wird erstmal gestreamt, Leute. Und dann kommen wir zu diesem mysteriösen Paket, wo kein Name draufsteht. Kein Branding, kein Sponsoring. Nein, nein. Hallo, Freunde! Hey, ne? Ja, was war das denn hier? Ja, wir haben alle glatt hier gesessen, jetzt erwischst du mich alleine hier. Ja, tu mal nicht so. Was machst du hier? Fernseh gucken? Ja, wir haben YouTube Rewind gerade besprochen und jetzt lief das noch, wo ich zu Ende gucke. Hä? Ist der gerade online gegangen? Nein, wir haben gerade darüber gesprochen und deswegen gucke ich das jetzt zu Ende. Aber ich kann das jetzt nicht anmachen, weil da ist so viel Copyright-Musik. Alle Freunde! Alle Freunde! Was ist los? Warum ist der Computer aus? Ja, es ist hier. Was ist das? Ist das andere auch hier? Was ist das andere? Ist das andere hier, was ich bestellt habe, wovon ich den ganzen Tag schon rede? Nein! Thomas, mein Leben baut sich darauf auf. Das sollte gestern schon angekommen sein. Leute, vielleicht ist es irgendwo anders gelandet. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern, weil ich jetzt direkt den Stream anwerfen muss, Leute. Denn heute Abend wird wieder für HP gestreamt. Und ihr wisst, Leute, dass mein Stream wie hoch und heilig ist, ja? Dementsprechend, meine Freunde, geht's jetzt auch direkt los. Und ich würde sagen, wir schauen, ob wir später hinbekommen, irgendetwas Brauchbares daraus zu machen oder nicht. Wir werden sehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wieso bist du nackt? Ich bin nicht nackt, Alter. Was machst du? Junge, ich hab voll den geilen Scheiß bestellt. Thomas, was? Alter, pass auf, Junge. Jetzt geht's wieder ab, Alter. Jetzt geht's wieder ab, Thomas. Es ist wieder soweit. Aber bitte nicht wieder nackt, oder? Auf geht's, Alter. Komm. Oh yeah, boy. Jetzt geht's los. Leo, bist du bereit? Pack die Badehose aus. Let's go. Mach dich nackt, Mann. Schau, was ich dabei habe. Bestellt im Lobsten. Und zwar habe ich ein Planschbecken bestellt. Was ist denn das für ein Planschbecken, Alter? Junge, das ist das heftigste Planschbecken. Weil, guck mal. Komm, wir machen das voll gegen Schwimmen, Leon. Digga, womit voll? Hä? Mit Wasser. Schlamm. Nice one. Ey, komm, das auf. Nein, ey, die Bahn noch, das darf nicht kaputt gehen, nein! Komm, ich sag Felix Bescheid. Komm, wir fragen Felix, ob der schwimmen will. Felix, willst du mit schwimmen? Alter, ich hab einen Pool gebaut im UFO, komm. Komm mit. Ja. Komm bitte mit einmal ins Gucken. Zieh dir was an. Nein, ich komm jetzt. Philipp, komm mit gucken, Alter. Ich hab mega die geile Sache gekauft. Jetzt muss nur noch Wasser rein, da können wir schwimmen gehen.
Guck, das hat sich von ganz alleine aufgebaut. Hier, pass da rein, Alter. Arschbombe, Alter. Ist ja saugeil, oder? Super geil. Ja, wenn ich ehrlich bin, hatte ich eigentlich dafür noch ungefähr 60 Liter Schleim bestellt. Aber die sind seit 2 Tagen halt nicht da. Aber danke, dass mein Wasser jetzt da drin ist, was ich eigentlich gerade trinken wollte. Kein Problem, ich habe das alles nochmal am Arsch. Du kannst gerne von meinem Arsch saugen. Lecker. Also Leute, ich hatte eigentlich vor, da sollte eigentlich jetzt wirklich eine Menge Schleim rein, so ungefähr bis hierhin. Und dann habe ich für Montag bestellt, Junge. Der ist nice. 50 Kilo, Alter. Und die packen wir dann da rein mit dem Schleim. Mal gucken, was das bringt. Wieso verrätst du das jetzt schon? Haben wir alles rausgepiepst. Aber wird mega krass. Aber habt ihr Felix' Reaktion gesehen? Reagier nochmal darauf. Beste Reaktion. Keine Ahnung, der Lieferjunge hat den Scheiß gemacht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja zweimal über den Tisch gezogen worden. Zuerst habe ich diese Bälle bestellt, ja? Und dachte, das sind diese großen Bälle, wo man reinsteigen kann. Du hast nicht ernsthaft gedacht, dass man da reinsteigen kann? Es gibt diese Bälle, also, wo man... Es gibt dumme Leute, aber hätte nicht, dass du so dumm bist. Es gibt diese Bälle, wo man reinsteigen kann, Alter. Ich weiß es nicht. Oh, warte, ich habe eine Idee. Warte mal, geh mal her. Wir bauen damit... Nein. Dann lässt zuerst los. Nicht schlagen, bitte. Wir improvisieren einfach. Ich habe einen nassen Arsch und einen geilen Leon dabei. Leon, pass mal auf. Schau mal her. Wo wir schon so ein Gummiding hier haben. Kleben wir das jetzt da dran und bauen so eine mega Schleuder einfach. Leute, ich hatte eigentlich vor, wie gesagt, Planschbecken mit Schleim zu füllen. Jetzt habe ich ein Planschbecken mit ein bisschen Wasser drin und mit ein bisschen Rotze. Und wie der Schleim wegkommt, fragen sich sicherlich alle. Da kümmert sich Zukunftsrevi drum. Nicht ich. So. Geil. Also Leute. Aber bin ich hier rot? Wo? Nein. Voll die geile Idee, guck mal. Ich habe eine Mandarine und wir bauen so einen Katapult und schießen so eine Mandarine gegen Felix Tür. Ja, ist ja nicht mein Chef oder so, ist ja super. Perfekt, dann machen wir das. Super. Ich hole Klebeband, dann können wir loslegen. Man muss einfach improvisieren, Leute. Wisst ihr? Trend-Content generiert sich nicht von alleine. Und wenn Trend-Content mal jetzt irgendwo in der Nähe wäre, irgendwo in einer. Hallo Thomas? Thomas? Wo ist Thomas? Wo ist Thomas hin? Hey Thomas, ist da vorne diese Telefonzelle gelaufen. Hä? Thomas, was machst du? Thomas, du hast doch ein Handy, du brauchst doch nicht in die Telefonzelle reingehen. Thomas, wie lange willst du eigentlich telefonieren? Thomas, also das verstehe ich jetzt. Thomas! Thomas, wo bist du? Thomas, komm doch aus der Telefonzelle raus. Thomas, jetzt, hallo, Hilfe! Ich weiß nicht, Thomas ist in dieser Telefonzelle reingelaufen. Ich weiß nicht, wo ist Thomas denn? Thomas, komm aus der Telefonzelle raus. Content, Mann. Hast du Thomas gesehen? Nö, wer ist das? Ja, dann, ich glaube, der ist eben telefonieren gegangen. Trendkonter-Mann scheint. Du bist so dumm. Was bist du? Ich kann dann so dumm sein! Ich hab Panik bei dir! Leon, komm jetzt! Wenn das jetzt funktioniert, Alter. Junge, ich komm vor die Genfer Konfektion wegen Kriegsrechts. Kriegst du einen Friedensnobelpreis? Genau, für den Katapult, was wir im Dicker haben. Für den Katapult, was wir im UFO brauchen. Sinnvoll auf jeden Fall. Okay, Digga, pass auf. Guck mal, wie geil man das ziehen kann. Es geht doch aber nicht, du musst doch die Stühle irgendwie festmachen hier. Wie willst du das jetzt spannen? Da muss doch jemand die Stühle. Ja, nicht, genau. Dafür bist du dabei. Richtig. Wenn das funktioniert, was ist das für eine Konsistenz? Geile Konsistenz. Das geht so schief, wie immer. Ducktape ist das sicherste, was es gibt. Ich hab damit eine Tür repariert, ich hab damit ein Kind geboren, alles. Also es sieht aus wie eine absolut geile Sexstellung, was du da betreibst. Ist es auch. Leon und ich haben das schon oft praktiziert. Sehr oft. Ja, geh mal mit beiden Füßen dran und spann das mal richtig gut durch. Verdammt, wir müssen es dann nur genauso machen wie da drüben. Warte. Oh, mein Schienbein! Oh! Was passiert jetzt? Halt mal. Halt mal still jetzt hier. So, pass auf, mach jetzt, komm. Dieses Bild. Sehr, sehr intimer Moment für mich. In der Kamera sieht so aus, als hättest du deine Hand bei Revis Pullermann. Okay, Leon, spann mal. Bestes Geschoss. Leon, 3, 2, 1. When you try your best, but you don't succeed. Wow! Yay! Yeah! Das Leichteres, ich glaube, ich nehme wirklich die Mandarine. Warte. Philipp! Was ist da los? Philipp! Hä? Ich habe einen Katapult gebaut, setz dich hier drauf. Ich brauche deine Hilfe, Philipp. Okay. Leon ist gerade pinkel. Thomas, setz dich schnell hier drauf. Schieß eine Mandarine jetzt gegen die Tür, pass auf. Was ist das überhaupt für ein Ding hier? Ein Katapult. Boah, es fühlt sich so ekelhaft an. Übelst aber. Okay, Achtung. Schieß sie bitte gegen die Wand. Oder gegen Leon. Ich glaube, wenn er kommt. Nein! Voll in die Fresse, Leon! Wow. Versuch's so nochmal,
Nein! Ja! Backfired! Man muss die richtig da reinlegen, glaube ich, aber man kriegt das hin. Ich spann noch ein bisschen mehr. Oh. Das ist halt nicht ganz safe, das Ding, ne? Das kann halt natürlich immer backfire. Das ist wirklich. Kann, passiert aber nicht. Die ist schon offen. Ich glaube, wir brauchen ein größeres Geschoss. 1, 2, 3! Ja. Thomas, halte bitte auch noch einmal fest. Thomas, warum hast du so einen Anzug an? Er ist Trennkontrolle, Mann. Nein, er ist halb Thomas, Trennkontrolle. Ach so, ich bin verwechselt habe. Huch, ich bin schon wieder nackt. Leute, keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Das ist alles gefällt, was ich mir heute vorgenommen habe. So eine Scheiße! Nein, aua, nicht mit... Er hat mich mit der Mandarine beworfen. Das kann ich werfen. Nein! Ja, er hat getroffen. Ist reich! Mandarine genau gegen meinen Kopf. Ich würde sagen, Leute, das war's vom heutigen Vlog. Ziemlich chaotisch mal wieder, aber wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Schaut bitte mit Thomas, bei Leon, bei Philipp und bei Dana vorbei. Oh, Marinensaft. Hoffentlich gibt es am Morgen oder übermorgen das Schleimbad. Wenn nicht, haben wir noch diese geheime Funktion für das Thumbnail ausgearbeitet. Die Trend-Content-Mann. Und die Nachbarn beschweren sich, damit bin ich raus. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Ich glaube nicht, wer gerade geklingelt hat. Der Amazon-Paket-Beans, der uns jetzt den Schleim bringt. Ich werde diesen Mann jetzt, so wie ich hier stehe, darüber konfrontieren. Thomas, halt mal die Kamera. Komm, ist gerade zu spät. Ich wollte gerade drin baden gehen. Naja, schade, ne? Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, der war echt irritiert. Da kann ich verstehen. Leute, ich würde sagen, für morgen gibt's dann, wie gesagt, eine verdammte Riesenmenge an Schleim in einem Whirlpool. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein. Feisch!